Sabrina Fewinger, wir machen einen Dreier heute. Und zwar drei neue Wohnwagen. Pantiga von Tabat. Und der Dreier in 8 Minuten, ja. Ich denke, das ist das, was der Deutsche will, oder? Der Dreier in 8 Minuten, wenn mich aufs Bett legt. So, dann schmeiße ich mal aufs Bett schnell, dass wir das mal sehen. Es gibt eine nagelneue Baureihe. Das hier ist der PEP Pantiga 550K, Modelljahr 2023. Und glaub mir, die haben nicht nur ein neues Schild dran gehangen, sondern alles ist neu. Es gibt den Kühlschrank hier an der Eingangsseite. Es gibt ein ganz neues Möbeldesign. Bitte mal kurz aufs Bett, dass ich dich mal filmen kann. In da den auf der Seite. Es gibt nämlich hier Stockbetten mit drin. Du hast eine Sitzgruppe. Die Stockbetten kannst du einfach abbauen. Die sind nicht fest, sondern die sind so montiert, dass man sie entweder komplett rausnehmen kann oder man kann sie hochklappen, runterklappen und so weiter, sodass man aus diesem Bereich hier komplett nochmal einen Raum machen kann, in dem man sich bewegen kann. Wir haben ein Heckbad mit einer ganz, ganz, ganz großen Dusche mit drin und vielen Staumöglichkeiten im Bad drin. Warum ich das so gut weiß, liegt daran, wir haben 3 Einzelvideos gemacht, die ihr euch nochmal anschauen könnt anschließend. Ganz viele Details sind neu, wie zum Beispiel ein Waschbecken, das einfach ausgeklappt werden kann. Ein ganz großer Spiegel und das hier ist der Blick nochmal in den Raum rein. Bedeutet, ich habe entweder einen Stockbettenwohnwagen, wenn ich das möchte, oder ich habe einen Raumwohnwagen, wenn ich das will, der gleiche. Das ist Sabrina. Sabrina möchte Fernseh schauen. Der Fernseher ist zentral hier auf der Seite. Sie wird sich diesen Fernseher jetzt einfach mal zu sich schwenken, damit sie in ihrem wunderschönen Tabatbett auch wirklich gut Fernseh schauen kann. Da Sabrina ein bisschen kurzsichtig ist, wird sie sich jetzt den Fernseher mal etwas näher zu sich ziehen. Und zwar so nah, dass man wirklich auch ein 4K-Programm in bester Qualität vom Bett aus sehen kann. Sabrina hat aber auch ganz viele Sachen mitgenommen. Die sind sperrig, wie zum Beispiel Stühle und Tische. Und die hat sie unter diesem wunderschönen Bett platziert. Das wird sie uns jetzt mal zeigen, indem sie das Bett leicht anliftet, den Fernseher zurückdreht und mit einem graziösen Schwung das Ganze anhebt. Sehr schön. Bitte denkt dran, wenn ihr irgendwas transportiert, macht, bevor ihr das Bett benutzt, die Stange wieder rein hier. Ja. Ist das Leuten schon mal passiert? Tatsächlich. Dann bricht nämlich der ganze Haufen zusammen, wenn man bestimmte Dinge macht. Muss halt aufpassen, genau. So, dann ist auch die Küche komplett neu durchdacht worden. Sabrina zeigt gerade das ganz neue Induktionskochfeld, das man wahlweise innen und auch außen bedienen kann oder auch gar nicht. Das wird deine französischen Freunde freuen, denn die kochen nämlich gar nicht in dem Wagen. Ja, das ist nämlich so. Da vorne hast du ein kleines Waschbecken, klein aber fein. Leute werden jetzt sagen, mein Gott, was für ein Schrott. Aber in der Praxis hat sich bewiesen, größer muss es gar nicht sein. Genau. So, ein ganz großes Staufach ist über der Küche. Und wir haben 3 große Schubladen unter der Küche. Das Mülltrennsystem gibt es gegen Aufpreis. Das Fahrzeug verfügt zusätzlich zu diesen Staufächern noch über einen ganz großen Kleiderschrank, den Sabrina zur linken Seite jetzt öffnen wird. Vielen Dank, Sabrina. Wir sind auch schon durch in diesem Grundriss. Und gehen zum nächsten Grundriss. Der wird euch jetzt die Schuhe ausziehen. Es ist ein kompakter Grundriss. Das Fahrzeug hat eine Länge von nur wenigen Metern. Es kann gezogen werden, auch von schwachen Fahrzeugen wie diesen Mokka hier, der da ist. Der Trend geht ja zum Leichtbau mittlerweile. 1,4 Tonnen kriegt man hier. Sag ja. Wir sagen ja. Gut. So, und das Ganze, du guckst aber besser nochmal nach, kostet 31.803, habe ich recht, 1,4 Tonnen. So, und dieses Fahrzeug besticht durch eine eiförmige, warte, wenn du mal gerade zurückkommst, komm mal zu mir schnell. Also es ist kurz, kompakt, es ist der Star, es ist relativ hoch dafür, ja. Und es ist eigentlich 2 Meter länger. Warum? Es ist 2 Meter länger, weil das Bett im Schrank ist. So, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Geh mal bitte rein. Sabrina wird gleich ganz durchgehen, wird mit ihren Fingernägeln dieses Bett hier aktivieren. Ich zeige das mal gerade. Das ist zunächst der Tisch, das können wir auch mal zeigen. Also wenn ich jetzt hier bin, klappe ich den Tisch runter, zack, setze ich mal kurz rein. Man hat Platz, Face-to-Face-Sitzgruppe. Dann wird der Tisch wieder hochgeklappt. Da oben hat man diese praktisch Motorrad-Helm-Schnappverschlüsse, die missbraucht worden sind für diesen Wohnwagen, aber sehr praktisch sind.
Das Bett hat Gasdruckfedern, es wird runtergelassen und auch das ganze Bettzeug kann man in dieser Mulde hier verstauen. Das heißt, man kann es einfach drauf lassen, es fällt dann nach vorne. Das ist sehr interessant. Zwei Mulden haben wir hier drin, zwei Kleiderschränke auf der und auf der Seite. Und wie von Geisterhand wird Sabrina, die dafür nicht extra im Fitnessstudio war, das Ganze nochmal zurückdrücken. Das Bad ist wunderbar, denn man hat es in die Seite einfach reingeknallt. Eine Dusche ist optional verfügbar. Ja. Dann, mein Gott, hier ist noch ein Kleiderschrank. Den Kleiderschrank bitte öffnen, Sabrina. Das entfällt aus dem Wohnwagen. Ja, ist schon sehr kompakt, muss man sagen. Sabrina, ganz ehrlich, dadurch, dass man den Tisch einfach hochklappen kann, hast du diesen Raum komplett zum Umziehen. Das heißt, du musst dich nicht irgendwie... So, ich gehe mal kurz hier rein. Sabrina hat auch gesagt, Mensch, dieses Fahrzeug hier bietet so viel Platz auf so kurzem Radstand. Radstand stimmt ja gar nicht, auf so kurzer Länge. Und besonders finde ich natürlich interessant diese wunderschöne Küche, eine Bugküche, die auch schon mal gleich dieses Kochfeld zeigt. Ich kann das Kochfeld genau zeigen. Hier ist es nämlich draußen, dann kann ich das mitnehmen. Wohin ich will, ich kann jetzt zeigt das nicht zu viel, sonst ist es gleich weg auf der Messe, ja. Die Leute, da kann man es mitnehmen. Das Feld an sich wird hier eingesetzt, ansonsten ist es über Tag auch gerne eine Arbeitsfläche, die man hier hat. Und dann wird es hier unten drin für die Fahrt verstaut. Da ist eine Schublade drin und da kann man dieses ganze Kochfeld einfach reinmachen. Heißt, wenn man es gar nicht braucht, ist es weg. Man hat die komplette Arbeitsfläche. Gerade im Eingangsbereich hier bei der Küche ist dieses Feld ja besonders wertvoll. Ja, alles ist Soft Close und Pushlock. Zeig mal bitte. Also hier auf der Seite nicht, aber hier oben drüber. Einmal kurz. Ah, doch kein Pushlock. Sondern hier vorne die Tabat-ähnlichen Beschläge, die drauf sind. Ähnlich ist Tabat. Das ist Tabat. Ja, ich versuche doch jetzt hier, weißt du, so. Wie nennt man das? Dieses Shopping-TV zu machen. Ach, mit dir. So, deswegen hast du auch die Stimme geändert. Ja, genau. So, jetzt geh mal raus. Das ist er. Der Pantega, jetzt muss ich mal selber gucken. Warte. 550e, Modelljahr 2023. Das dritte Modell im Bunde, das Sabrina jetzt mal leicht streicheln wird, die Außenwand. Es ist erhaben an bestimmten Stellen, denn es sind Aufkleber drauf gemacht, die man sogar fühlen kann, wenn du mal drüber fährst und mir mal sagst, wie sich das anfühlt. Wunderschön. Glatt. Das ist das Tabat-Logo, das hat man drauf gemacht. Das Design, Außendesign, ist ein bisschen angelehnt an wirklich die uralten Tabats, die man hat. Also back to the roots so ein kleines bisschen. Wenn man die Tür schließt, wird man sehen, ein schlichtes Design ohne eingebaute Fenster. Wow, das ist ja meine Tür. Bitte eintreten. Ja, das Lieblingsmodell jetzt von Sven. Das ist mein Lieblingsmodell. Die Leute werfen mir immer vor, ich mag alles, das stimmt auch, weil man immer irgendjemand findet, der das mag. Und ich mag es aber wirklich, weil die Farben sind wirklich treffsicher gewählt. Anders kann man es gar nicht sagen. Die Farbzusammenstellung ist der Hammer. Es gibt es in 9 verschiedenen Farbkombinationen. In 9 verschiedenen Farbkombinationen? Nee, Tabat hat doch das System. Es gibt es in der Farbe und in der Farbe. Ja, hier 3. 3 Stück. Welche Farben gibt es? 3. Siehst du hier. Einmal. Also das ist die Farbe, da, bestehend aus dem Kissen, ja. Und also immer Stoff und dann Kunstleder, das, was ihr hier seht. Und habe ich jetzt nicht verstanden. Das heißt, es gibt den Stoff auch in der Farbe. Ja, so wie die Kissen jetzt sind. Also im Endeffekt so gegenübergesetzt, Rückenpolster immer, dann die oberste Sache und Kunstleder. Ach, die Kissen sind zeitgleich auch zum Zeigen, was es an Polsterfarben gibt. Jawohl. Jetzt habe ich es, aber ich würde trotzdem grau nehmen, ganz ehrlich. Weil grau ist universell und ziemlich cool. Du kannst ja mit den Kissen unglaubliche Akzente setzen, oder? Da kann man richtige Akzente setzen. So, bitte einmal reinhauen in die Ecke nochmal, Sabrina. Die es mal ganz gemütlich machen, so tun, als wäre die Messe schon vorbei. Oh, ich hast du gesehen, traurig. So, wir tauschen mal gerade die Plätze. Ja, du gehst mal bitte an die Küche und tust mal so, als würdest du arbeiten. So, oh mein Gott, da ist das gleiche Kochsystem mit drin, das heißt auch hier der Induktionskocher mit eingebaut, Fernseher hier auf der Seite und ein riesen Oberschrank, guck mal hier mit Soft-Close-Funktion,
der es wirklich in sich hat. Aber das echte Highlight ist ja wohl die Kombi-Mikrowelle als Unterbaugerät, damit auch etwas kleinere Personen wie Sabrina auch optimal daran kommen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Denn eine heiße Auflaufform, die will man ja nicht von oben irgendwo runterfallen lassen. Ja, so ist es. Nein. Klimaanlage gibt es in diesem Jahr als Messe-Sonderaktion. Die kostet dann gar nichts oder ist sie billiger? Nein, die ist günstiger sozusagen. Also es gibt die Dometic und es gibt die Truma. Und die kosten 1.490 als Dometic-Artikel und 1.590 als Truma. Ja, das ist ja ganz normal. Oder sind die teurer nochmal? Die kosten fast auf 3.000 Euro. Echt? Mittlerweile? Ja, es ist... Also, okay, ich bin jetzt geschockt, aber ist nicht so schlimm. Bitte mal durchgehen, ganz schnell. Wir haben noch 2 Minuten. Dann ganz neu hat Tabat eine Funktion eingeführt. Man kann Euroboxen locken, nämlich unter dem Bett insgesamt 3 Stück, die auch während der Fahrt sicher halten. So, sie haben nämlich hier vorne einen festen Platz und das ist wirklich eine Revolution. Das hier dürften 40 mal 60 mal 20 cm sein, die man runterkriegt. Also Standard-Euroboxen kriegt man ja einfach rein. Die Euroboxen sind dabei bei dem System? Die Euroboxen sind Aufpreis. Aufpreis, okay. Hier vorne ist der Tank mit drin. Das Ganze sind 2 Einzelbetten, die man hier hat. Oben drüber sind noch viele Schränke. Das neue Lichtsystem begeistert durch... Komfort nicht nur im Cellini, sondern jetzt auch im Pepini. Nee, wie ist der Name hier von dem? Pep-Pan-Tiger. Pep-Pan-Tiger. Wie der Panther und der Tiger. Pan-Tiger. Wie der Panther und der Tiger. So, Pep-Pan-Tiger. So, ich glaube, wir sind durch. Also, nein. Das, was du eben gesehen hattest, das müssen wir doch zeigen. Ach so, warte, ich mache jetzt mal. Du warst doch ganz, ganz. Hey, ja. Ein richtig tolles Bad. Aber wie kann man denn hier duschen? Gibt es hier einen Vorhang, Sabrina? Zeig mir doch mal bitte, wie das geht. Das ist ein Vorhang, tatsächlich für hier vorne. Aber du warst ja ganz begeistert über diese Funktion hier, mein Lieber. Du musst nicht so reden, es langt, wenn ich das mache. So, dann. Es gibt ein Schwimmbad, Sabrina. Das ist ja der Hammer. Hä? Und? Was hast du noch gefunden? Eine Seifenablage im Schwenkbad. Sensationell. Ach, okay. So, also wenn Sie dieses Modell haben möchten, wir haben übrigens zu jedem Modell ein eigenes Video ohne Gedöns gedreht. Ganz genau. Und da könnt ihr euch das angucken. Dachten aber mal, wir zeigen euch mal die ganze Pan-Tiger-Baureihe mal auf einen Blick. Gibt es exklusiv in Deutschland nur bei AMC Schmidt? Nee, nicht wirklich. Nee. Aber ihr seid auf der Messe. Es gibt viele Händler, viele tolle Händler auch, aber es gibt nur einen AMC Schmidt, nämlich den größten Doppelachser-Händler Europas. Erkennbar an diesen dezenten neonfarbenen Hosenträgern. Ihr seid in Oberstein, ihr habt viele Bauplätze, muss man sagen. Ihr fahrt jeden Tag ins Werk. Ihr habt da arme Leute, die wirklich das aber auch gerne machen, ja, die Kilometer über Kilometer fahren, die Wagen auf eigener Achse abholen. Das ist also wirklich, und das jeden Tag. Ihr seid wirklich groß. Was ist die Expertise? Warum sollte ich bei euch kaufen? Wir haben ein junges, dynamisches Team. Nee, nicht das Team. Werkstatt. Die Werkstatt haben wir tatsächlich auch, ja. Wir machen Serviceleistungen jeglicher Art, Wartungsarbeiten, Sommerschecks, wir machen Sonderbauten, wo wir angesprochen werden können. Aber gesagt, also ihr habt sogar Gastoiletten-Einbau. Wir haben, genau, mit dir das Video auch nochmal gedreht gehabt für die Cinderella-Toilette. Also sprecht uns an, es ist nichts, was man eigentlich nicht möglich machen kann. Ja, last but not least, vielleicht absolut erwähnenswert, bevor wir jetzt die Abmoderation machen. Hier ist eine alte Heizung da eingebaut, in dem Fall noch eine 3020, aber wahrscheinlich im nächsten 3030. Und das bedeutet, man hat Komfort wie zu Hause, warmes Wasser mit drin, das Ganze natürlich gegen Aufpreis. Und ein Elektrostab mit drin. Das heißt also, ich kann also über die alte Heizung warmes Wasser erzeugen, auch Fußbodenheizung mit dem Strom vom Campingplatz. Komm mit, Sabrina. Da ist er, Pep Pan-Tiger 550e, Modelljahr 2023. Wir sind am Stand von Tabat auf dem Caravan-Salon. Ist er gut dieses Jahr? Gibt es einen Grund, hierher zu kommen? Wir drehen ja heute am Mittwoch und du sagst, ja, man kann dich sehen, man kann die Messeangebote haben, man kann auch hier bestellen. Man kann auch hier bestellen, tatsächlich. Dafür sind wir alle da und auch alle Händler sind ja da. Anfragen, Kontingente noch da. Für 2023. So, und wenn ihr diese schönen Hosenträger seht, das ist AMC Schmidt. Vielen Dank. Tschüss, Sabrina.